Hallo und willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video geht es um Steignaht- und Fallnahtschweißen. Generell bei, ich rede jetzt mehr vom Material Stahl, wenn wir Sachen haben über 3 mm Steinschweißen. Da gibt es allerdings eine Ausnahme und das ist das Open Root Schweißen, wie ich es gerade zeige. Darüber machen wir demnächst nochmal ein anderes Video. So. Ja, bei Sachen über 3 mm heißt es Schweißen steigend. Alles unter 3 mm können wir ruhig fallen schweißen. Warum ist das so? Beim fallen schweißen läuft unser Material durch aus Grund der Schwerkraft eigentlich nur runter und gibt keine und brennt sich nicht richtig in euer Basismaterial ein. Beim Steignahtschweißen ist es komplett andersrum. Ihr schiebt euer Material hoch. Das Steignahtschweißen dauert auch ein bisschen länger. Dadurch wird mehr Hitze an dem einen Punkt des Materials generiert und das Material wird wärmer und ihr schiebt das Schweißmaterial, den Schweißdraht so gesehen, in diesem Fall vom Mikmak-Schweißen, mehr in euer Material ein. Das gibt einen tieferen Einbrand, gleich höhere Stabilität. Wenn ihr Sachen habt, wo es gar nicht auf Lasten ankommt, ihr habt zum Beispiel nur, ja, weiß ich nicht, ne, eine Halterung für eine Lampe. So, und die ist aus 8 mm Materialdicke. Da kommt es nicht auf eine hohe Last an. Da kann man Fallnähte schweißen. Wenn ihr jetzt aber zum Beispiel einen Rahmen von einer Treckergabel zum Beispiel schweißen wollt, wo wirklich auf Last ankommt, dann Steignähte schweißen. Außer eure Materialdicke ist unter 3 mm. Da ist es nicht unbedingt wichtig. Hauptsache nur wichtig, alles unter 3 mm Fallnaht, alles über 3 mm Steignaht. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.